Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Reparierende Schutzbunker ist meine jetzige Aufgabe, Level 40 im Industriepark Blankerton. Und dann gehen wir mal rein. Ja, repariere den Schutzbunker. Eine Mission, die durchaus Spaß macht und auch ein bisschen anspruchsvoll ist, weil man wissen muss, was man tun muss. Sonst wird es echt blöde. Und zwar sollte das eigentlich jeder Spieler wissen, denn man muss auf der einen Seite die Klotzbots aktivieren, man muss den Schutzbunker verteidigen und die fehlenden Module finden. Heißt also eigentlich sehr viele, sehr verschiedene Aufgaben. Und was jetzt natürlich noch dazu kommt, ist wir sind gerade nur zu dritt. Was hast du für mich? Ich habe mit den aufgemotzten Sensoren im Bus die Formation am Himmel untersucht. Meine Ergebnisse sind da irgendwie funky. Aber nicht so schön groovig, bassig funky. Das heißt also schlecht? Okay, der macht das auch gerade, das ist schon mal prima. Mit meinen alten Forschungen vergleichen. Okay, Kommandant, wir müssen die Stapel von Lars ausgedruckten Daten finden. Such den Kellern. Ich hatte in Kellern jede Menge Spaß. Okay. So, und da sind wir unterwegs und haben wir eigentlich den Schutzbunker schon? Ja, logisch, den haben wir, glaube ich, definitiv schon. Und ich würde da jetzt, da ich ein Konstrukteur spiele, als allererstes tatsächlich sogar hingehen. Wenn da nicht schon einer ist und baut. Unterwegs müssen wir noch hier mal ganz schnell einen töten. Mann, das geht's nicht. So, da baut noch keiner. Was ist denn da oben? Ich wünschte, ich könnte. Ich sehe eine Rakete. Ein neuer Schild. Nebenbei mache ich brutal. Also, ich will nach brutal. Jeder, der meine Karte ja immer wieder sieht auf meinen Videos, hat ja gesehen, dass ich da noch gar nicht bin. Welch Schande, aber ist auch jetzt gar nicht so dramatisch. Ich spiele eben so, wie ich Zeit habe. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein Schussgewehr. So. Hört sich immer so an, als wäre da noch irgendwas. Oder ist eine, so, Level 40. Sollen wir Metall nehmen? Ich hätte ja eigentlich genug Metall da, ne? Aber, Steine reichen auch, ne? Und, Moment. Wir machen gleich noch die Aktivierung. Damit wir da auch vorwärts kommen. Dieser Schutzbunker wurde ziemlich schwer beschädigt. Offenbar wurden alle Lebenserhaltungsmodule gestohlen. Diese Module vergrößern und schirmen den Schutzbunker ab. Die Module müssen doch hier irgendwo sein. Durchsuche die Zone und bring die fehlenden Teile zurück. Ja, so, also... Schutzbunker werden von tausenden Konstruktionsbots errichtet. Wenn die Bots angegriffen werden, gehen sie in den Tarnmodus und schalten sich ab. Das Schöne an der Schutzbunker-Mission ist... Leider ist ihr Tarnmodus sehr effektiv. Du wirst Hilfe benötigen, um die vermissten Konstruktionsbots zu finden. Das Schöne an der Schutzbunker-Mission, wie ich finde, ist... Das kann ein paar Minuten dauern. Man hat jede Menge zu bauen. Eine bevorstehende Welle wurde entdeckt. Uns bleibt noch Zeit, bis sie eintreffen. Du kannst dich jetzt nach fehlenden Teilen umsehen oder den Schutzbunker verstärken. Ja. Also. So. Das Schöne an der Schutzbunker-Mission ist halt tatsächlich, man muss viel bauen, was den Baulevel nach oben bringt. Zufälligerweise mache ich Missionen mit meinem Konstrukteur. Also, nee, ja, nicht zufälligerweise. Ich habe einfach den Tagesauftrag.
Und dann mache ich das natürlich mit einem meiner Konstrukteure, aber der, der am höchsten ist, gelevelt. So, jetzt brauchen wir halt, wir brauchen eine Treppe. Und dann brauchen wir noch einen Deckel. Man muss ja an die Lobber denken. So. Hilfe ist da! Suche nach Glotzbot. Ich habe seinen Standort auf der Karte markiert. Glotzbot hat nur begrenzt Energie. Wenn der Scanner nicht aktiviert wird, muss er zum Aufladen zurückkehren. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. So. Das Modul wird jetzt dann installiert. Verstärken wir das noch ein bisschen hier. Die Installation jedes Teils dauert eine Minute. Also, ich kann nicht. 8 Module, 1 pro Minute. Das macht eine Menge Kugeln. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Hüllen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Wir haben 6 Minuten bis zum nächsten Überfall. Das ist genug Zeit, um zu schauen, was wir noch an Fallen da haben. Das sind nicht die Fallen. Okay, immerhin eine. Dann setzen wir die aber auch sinnvoll direkt hier. Ja. Da hinten. Die hätte ich vorher angreifen sollen. Naja, egal. So, und dann gucken wir mal, was wir noch an Fallen bauen können. Ja, davon kriegen wir drei hin. Und hier kriegen wir auch ein paar her. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Und von denen bauen wir auch noch 2, 3. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Ich habe auf dich gewartet. So, hier macht es wahrscheinlich nicht sehr viel Sinn. Die Festung fällt. Hier hinten müssen wir eine Tür machen. Deshalb brauchen wir die noch. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. So, das haue ich mal kaputt. Und zwar deswegen, weil ich hier einen Jump-Pad baue. Aber ich habe keins mehr, ne? Jetzt fehlen mir bestimmt die Schrauben, ich könnte wetten. Okay. Das heißt, ich brauche mal gleich 2. Die kann man nie genug haben. Da haben wir auf jeden Fall noch Wandpfeile. Und dann würde ich sagen, dass wir die Wandpfeile nicht ganz sinnlos bauen. Bauen wir hier mal noch 2 Wände hin. Haben dann auch ja, das sieht ganz gut aus. Kommt man hier drauf? Jo. Sehr schön. Mal gucken, was ich noch verstärken kann. Viel ist es nicht. Die machen wir vielleicht nur so, dass man hier vorbeilaufen kann. So, ich brauche dringend Steine. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Okay, hier. Was haben wir denn noch? Okay, viel haben wir nicht mehr. Wir haben aber noch Wandpfeile, die wir natürlich auf jeden Fall benutzen sollten. Es sind noch 3 Minuten bis zum Überfall. Sollten wir auf jeden Fall noch die Wandpfeile bauen. Glotzbots Akku ist leer. Das passt. Beeil dich, wenn du den Scanner verwenden willst. Das passt auch. Ja. Sehr schön. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Sehr schön. Und jetzt muss ich noch ganz dringend natürlich. Zap. Wo ist es? Da ist es. Ich bin ja schließlich
Konstrukteur und das wäre unheimlich dämlich, wenn ich das Ding nicht setzen würde. So. Ja, schon viel besser. Oh. Man sollte da nicht auf das Ding draufspringen. Was habe ich denn jetzt noch anfallen? Ich habe noch drei und ich hätte die würde ich eigentlich auch gerne setzen. Setzen wir eine Etage höher. Bloodspot kehrt heim und lädt sich auf. Er ist bald wieder da. Und dann haben wir noch Wandpfeile und die sollten wir natürlich auch verwenden. Und da könnten wir ja mal hier zwei noch hinbauen. So. Auch Stein. Noch 1,36. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. So, das sieht gut aus. Das verstärken wir nochmal. Das verstärken wir auch nochmal. Und auch das. Und auch das. Und könnte eigentlich doch reichen. Zap, zap. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte. Ganz. Okay, schade. Aber da reicht's vielleicht. Die Mauer reicht auch nicht. Hilfe ist da! Suche nach Glotzbot. Ich habe seinen Standort auf der Karte markiert. Glotzbot hat nur begrenzte Energie. Wenn der Scanner nicht aktiviert wird, muss er zum Aufladen zurückkehren. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Solange der Schutzbunker angegriffen wird, werden keine Teile installiert. Falls von da oben jemand runterkommt. Und gleich geht's los. Da kommen sie! Verteidige den Schutzbunker! Ja, wo kommen sie denn? Ach, von da oben. Guck mal, sie kommen wirklich von da oben. Erledigt das Höhlenwesen! Kämpfen doch besser da oben. Scan des Glotzbots ist bereit. Verteidige den Glotzbot während des Scans. Ruhe bitte. Ich kann sehen. Euch alle. Ja, läuft gut. Sehr schön. Ja, ich liebe diese Mission irgendwie eigentlich. Eigentlich liebe ich sie wirklich. Höhlenwesen wollen in die Festung. Ja, und da zahlt sich dann tatsächlich aus, wenn man weiß, was man tut. Hey, Zermalma, da ist meine Festung! Wir haben hier einen Zermalmer.
Oh, das läuft so perfekt. Und noch einmal. Jawohl, ja. Passt auf, die Festung wird angegriffen. Echt? Oh, jetzt. Einfach ein gutes Team, das macht echt Spaß. Ja, das läuft doch gut. Der nächste Überfall ist in den 4 Minuten. Das heißt, da ist ein bisschen Zeit. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Und der Schutzbunker wird besser. Die Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Ich hole mir ein bisschen Steine. Und das könnte dann meine Möglichkeit noch verbessern, da vielleicht mit, boah, 2 Lager direkt nebeneinander. Ich hasse es. Ich will jetzt kein Lager auslösen, also habe ich jetzt keine Lust zu. Eigentlich wollte ich mir Steine holen, ne? Die Dinger muss ich nebenbei ja auch noch platzieren. Die Ware, Ray. Mal gucken, ob ich die alle hinkriege. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Scheint, als hätte sich der Plan der Höhlen geändert. Sie ahnen, dass bald das letzte Teil installiert wird. Sie planen bestimmt einen großen Angriff. Mach dich bereit. Für mich mal Spaß. So. I see the doctor. Oh, das sind die Daten meiner alten Studie zur kinetischen Bewegung. Perfekt. Damit kann ich ein Matrix-Array entwickeln und mit den neuen Formationsgeschwindigkeiten vergleichen. So. Ja, wir müssen dann... wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier unten ist was. Warum steht hier alte Socken? Würdest du als Dieb in einer Kiste, auf der alte Socken steht, nach wichtigen wissenschaftlichen Daten suchen? Natürlich nicht. Ja, aber was ist, wenn ich wirklich nach alten Socken suche? Mein System funktioniert. Daher ändere ich es nicht. Okay. Wir haben noch 3,50. Oder Socken. Das heißt, noch ein bisschen Zeit. Sie. Verteidige den Schutzbunker. Jetzt habe ich mich irgendwie verguckt in der Zeit. Oh oh. Beeilung. Ah, fuck. Ja, man sollte da nicht da lang fahren, das ist klar. Schießen, stechen oder reparieren. Irgendwas. So, da sind wir. Jetzt kommt er noch von da.
So, ich gehe mal schnell nach oben, weil ich glaube, dass da ein bisschen was zu reparieren ist. Und zum Upgraden. Okay, mehr geht nicht. Gehen wir mal da oben bei. Okay, Höhlenwerfer, alles klar. Alles klar, dass wir gewinnen, oder? Oh, warum noch ein Höhlenwerfer. Muss ein Schleuderer sein? Noch ein Höhlenwerfer. Ja, aber das sieht doch gut aus. Das sieht gar nicht so gut aus. Und ich habe keine Steine mehr. Mist. Ich brauche hier einfach... Einfach eine Metalltreppe hin. So. Irgendwas getroffen? Nee. So, weiter geht's. Und ich würde sagen, wir warten jetzt gar nicht so lange und fahren ganz schnell. Ach, Mist. Hatte die Hoffnung, ich komme noch dahin. Aber, naja. Okay, gewonnen. Gewonnen, sehr schön. Das hat prima geklappt. Tolle Mission. Also anfangs mochte ich diese Mission, glaube ich, nicht. Repariere den Schutzbunker. Mittlerweile finde ich die wirklich sehr, sehr schön. Weil sie eben so vielseitig ist. Also man muss bauen, man muss verteidigen, man muss aber auch gleichzeitig suchen. Also man hat eigentlich alles und man muss sich als Team sozusagen mehr oder minder auch zusammen anstrengen. Was mir sehr gut gefällt. Also deswegen finde ich diese Mission wirklich sehr, sehr schön. Weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin mir nicht sicher, ob viele diese Mission wirklich mögen. Aber, naja, Level 5, das ist doch okay. Können wir zufrieden sein. Ich würde sagen, wir können zufrieden sein. Das ist eine wunderbar gelungene Mission. Und dann schauen wir mal noch in die Kiste rein. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, war das die Mission mit den Regentropfen? Ich hoffe. Nee, es war sie nicht. Oder? Ne, es war Plätze in der Flasche, ist auch schön. Okay, wunderbar gelungen. Repariere den Schutzbunker Level 40. Ich würde sagen, problemlos, oder? Ja, 5er Truhe, das war wirklich problemlos. Über Abos freue ich mich natürlich immer und natürlich auch über den Daumen nach oben, wenn euch das Video wirklich gefallen hat. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ihr müsst da nicht Daumen nach unten drücken. Aber wenn ihr es tut, tut ihr es. Also, ich halte euch da auch nicht von ab. Ich kann euch eh nicht von abhalten. Von daher würde es mich freuen, wenn euch das Video wirklich Spaß gemacht hat. Einfach einen Daumen nach oben da lassen. Das ist immer schön. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.